BSC TV, der Fußballtalk aus dem Audi Autohaus Dresdner Straße, wird präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile. Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei F3. Heute wieder um den BSC Freiberg. Und ich darf ganz herzlich begrüßen den Andreas Gartner. Hallo. Den Andreas brauche ich nicht erst vorstellen. Der ist der Manager des BSC und ist allen, denke ich mal, seit Wochen, Monaten und Jahren hier in Freiberg gut bekannt. Ja, es liegt schon ein paar Tage zurück, aber das letzte Spiel müssen wir auswerten. Gerne. Und ich glaube, nichts ist dir lieber als diese Auswertung, oder? Schieß los, Andreas. Ja, wie muss vorher angekündigt sein. Ich denke, der Trainer hat das in der Woche vorher ordentlich gesagt. Wir haben ein Team versprochen, was kämpft, was die Chance, die sie sich selber über Monate erarbeitet hat, beim Job verpacken will, die sich unabhängig von dem Tabellenstand für diese Blamage, die wir im November erlebt haben im letzten Jahr, in dieser 19-0 Niederlage revanchieren will. Und ich denke, die Zuschauer, die da waren, haben ein Team gesehen, das genau das auf dem Rasen legt. Und wir haben verdient gewonnen, haben dagegen über die Saison gesehen, also noch nicht alles gewonnen. Wir haben das Spiel gewonnen, konnten uns revanchieren, haben unsere Serie fortgesetzt und haben den Zuschauern, die dem Ganzen beigewohnt haben, diesem Spektakel, kann man es ja fast schon sagen, war ja alles dabei mit Platzverweisen und so weiter, wirklich was geboten. Ich denke, dass wir unser Image weiter aufpolieren und aufpoliert haben und das alleine zählt. Wir müssen über Klartext reden. Winterpause, 6 Punkte Rückstand, 27 Tore schlechter und gegen den du konkurrierst, hast du eine 9-0 Packung gekriegt. Das sind doch eigentlich die Köpfe unten, weil das heißt, unter normalen Fußballerverstand, sind wir jetzt mal ehrlich, die Chance ist minimal. Die Chance war minimal, mehr als null. So muss man es einfach formulieren und jetzt sind wir mal richtig ehrlich, was das gesamte Team draus gemacht hat, alle, die die Verantwortung tragen und die Spieler. Ist sensationell. Ist sensationell, vor allem natürlich die Spieler. Klar, haben sie genug auf die Fresse gekriegt, mal ganz deutsch gesagt. Ja. Nicht nur in der Presse, sondern auch intern. Wir haben das ganz klar angesprochen, dass sowas natürlich nicht geht. Wir haben andere Vorstellungen von Fußball, wir haben andere Vorstellungen auch vom Auftreten der Mannschaft. Wir repräsentieren dann nicht nur den Verein, sondern auch die Stadt. So sehen wir das zumindest. Ja. Und ich denke, die Mannschaft hat sich das auch zu Herzen genommen und konnte in den nächsten Wochen und Monaten einen anderen Fußball bieten und auch ein anderes Auftreten bieten. Du habe ich ja von der Mannschaft etliche, ich sage es einfach mal ganz locker und leger, von den Buben habe ich ja etliche hier gehabt. Und was mir aufgefallen ist, egal wer hier war, optimistisch, keinesfalls arrogant, aber fest daran glaubend, wir haben noch eine minimale Chance. Genau. Also das muss der Trainer, das muss er richtig eingeimpft haben. Ja, wir haben das dann einfach angenommen, wir haben das ordentlich ausgewertet, wir haben unser Motto zum Motto gemacht und haben gesagt, also niemals ohne Stolz heißt aber auch, dass wir auf den Platz gehen und wirklich um das kämpfen, was auf dem Platz liegt, was vor uns liegt, was auch den Verein repräsentiert. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und dann mit dieser gewissen Lockerheit war es vielleicht auch gut, dass wir dann so weit weg waren, dass wir uns peu à peu rankämpfen konnten. Und gut, man muss immer damit rechnen, dass der Favorit nochmal federn lässt. Und ich denke, wir haben sie ganz gehörig unter Druck gesetzt, ohne das vielleicht bis ins Hundertprozentige zu wollen. Also eins ist sicher, dieses niemals ohne Stolz, das ist bei den Jungs auch hier bei mir am Tisch rübergekommen. Es ging immer darum, das nächste Spiel wollen wir gewinnen. Wenn wir schlechter sind, dann gibt es keine Frage. Dann muss man auch eine Niederlage irgendwo akzeptieren von einem besseren Gegner. Aber wir müssen auf dem Platz alles gegeben haben. Und ich denke mal, das haben sie in 13 Spielen bis jetzt durchgezogen. Und ich muss anschließen, was du gesagt hast, Andreas. Ihr habt noch nichts gewonnen. Ihr habt noch gar nichts, außer, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, Sympathien in der näheren und weiteren Umgebung. Also die, das denke ich mal, das kann man frisch, frei, fröhlich raus sagen, die habt ihr gewonnen. Und Andreas, das, was ihr gewonnen habt, da sind wir bei diesen 850 Zuschauern, das ist eine Granate. Toll. Damit hatte keiner gerechnet. Und jetzt sind wir bei dem, was das Problem an diesem Tag war. Schieß mal los. Ja, es gab halt ein paar Probleme am Einlass. Wir haben, der Freiberger Zuschauer kommt generell sehr spät. Ja. Das wissen wir ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Außer es ist halt ein Spiel, wo viel los ist. Ja. Es hat sich also ab 1:45 dann die Schlange etwas aufgebaut, sodass wir auch nicht mehr reagieren konnten mit der verspäteten Anschlusszeit oder so weiter, sodass wir das einfach so hinnehmen mussten.
und Catering und auch ein bisschen drumherum war halt auf diesen Anschub nicht vorbereitet. Nichtsdestotrotz nochmal hier, auch hier das Dankeschön an die, die da waren. Ich denke, wir haben das, was wir versprochen haben, vorher auch geboten, sodass also keiner enttäuscht nach Hause gehen musste. Also dass er vielleicht ein, zwei Bier zu wenig bekommen hat, am Ende, weil der Cateringstand etwas überlastet war. Aber ich verspreche, dass wir für das letzte Heimspiel, was innerhalb des Vereinsfestes jetzt stattfindet, am Wochenende vorgesorgt haben. Nicht nur einen, sondern auch zwei Bierstände und auch die Kassen eher offen. Es werden auch beide Kassenhäuser auf sein, also auch die Karl-Kegel-Straße wird geöffnet sein, sodass wir hoffen, dass wieder so viele zahlreiche Zuschauer kommen und der Ansturm diesmal etwas abgefedert wird. So, nun blicken wir mal aufs Wochenende. Du hast schon gesagt, es geht los am Freitag schon mit dem Vereinssportfest. Genau. Der Höhepunkt, denke ich mal, vom Vereinssportfest wird das Spiel am Samstag sein. Das ist sicherlich in das Vereinsfest integrierten Höhepunkt, aber wir haben ganz viele andere Sachen. Wir haben am Freitagabend spielen die Eltern gegen ihre Kinder im EF-Jugendbereich. Es wird über das ganze Wochenende ein Sportparcours sein, es wird ein Hüpfburg sein, es wird Cocktailbar, Schminkparcours, was auch immer, haben wir auf die Beine gestellt. Dann logischerweise das Spiel der ersten soll schon ein Stück weit der Höhepunkt sein. Dann werden die ganzen Teams aus allen Abteilungen des BSC, gibt da noch viel mehr als Fußball, Judo, Tischtennis, Volleyball, Bowling, die werden geehrt. Also es soll eine runde Sache sein und am Sonntag dann mit dem Frühschoppen ordentlich ausklingen. Gut, dann gehen wir mal zum Gegner. Wieder Pirna, aber der kleinere Verein, sage ich jetzt mal. Hinspiel 6-0 gewonnen. Man kann eigentlich nur warnen, oder? Man kann nur warnen, aber ich denke, dass die Mannschaft, dass wir die Mannschaft von Juni 2014 nicht unbedingt so sehr warnen muss, weil sie ist einfach fokussiert. Sie hat sich das, was sie jetzt hatte, hart erarbeitet, wirklich über ein halbes Jahr hart erarbeitet. Hat uns niemand was geschenkt, im Gegenteil, das haben die Jungs mit dem Trainer zusammen selber auf die Beine gestellt. Und das jetzt loszulassen, ich glaube, so weit sind wir, dass wir das nicht tun. Pirna muss es vielleicht hoffentlich wieder büßen, dass wir die Chance haben, so wie sie damals büßen mussten, dass wir 9-0 verloren hatten davor. Aber das ist uns egal, wir wollen am Wochenende gewinnen, alles andere zählt nicht und dann wollen wir das letzte Spiel noch gewinnen und dann schauen wir, was am Ende bei rumkommt. Kommen wir mal zum letzten Spiel. Ohne dass wir jetzt Pirna schon abhaken, wird eine ganz schwere Aufgabe, denn Pirna steht auch noch hinten drin. Ja. Für die wird es richtig eng. Der letzte Gegner ist Freital. Und Freital hat ein ganz hartes Schicksal in den letzten beiden Spielen jetzt. Die fahren am kommenden Wochenende nach Pirna-Kurpitz, also gegen den zweiten. Ja. Und sind dann der Gastgeber für den jetzigen Spitzenreiter. Also in Freitaler Haut möchte ich nicht stecken. Natürlich auch die Besonderheit, denen steht das Wasser bis zur unterkante Lippe, oder? Freital nicht ganz so sehr. Also wenn ich richtig gerechnet habe, brauchen sie nur einen Punkt. Ja, aber. Wir sind gute Dinge, dass sie den am Wochenende holen gegen Pirna Kopitz, weil, wie du schon sagst, die spielen gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Aber ich sehe das eher als positives Omen. Wir haben vor zwei Jahren in der Aufstiegssaison am letzten Spieltag in Freital gespielt. Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen, Andreas. Lassen wir stehen. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Genau. Aber so wie ich auch schon mit dem Trainer gesprochen habe, mit ihm telefoniert, der lässt hier keine Luft mehr ran. Das ist er. Es geht auch weder um das Freitagsspiel, es geht auch eine um das Pirna-Spiel am Wochenende. Richtig. Also das positiv gestalten und alles andere kommt eh von selbst. Gut. Jetzt kommt es von selbst. Egal, wo es jetzt hingeht. Ja. In der neuen Saison. Habt ihr schon einen kleinen Ausblick, neue Spieler oder Abgänge? Also es werden uns definitiv zwei Spieler, die im Kader voll integriert waren, verlassen. Das ist mit dem Yannick von Gern ein Offensivspieler und mit dem Patrick Weiß ein Torhüter. Auch noch einen Ergänzungsstatus hatten mit dem Matti Marquardt und Dennis Göttemann, werden auch aus dem Kader ausscheiden. Ja. Und wir werden sicherlich, sind wir dabei, der Trainer und ich, in zwei, drei Spieler zuzuführen zum Kader, aber da ist noch nichts spruchreif, leider. Gut, ja, wir wollen es auch erst machen, wenn es ist, nicht genau. Gerüchte. Das ist aber unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, brauchen wir den Blut frisch und Kader tut immer gut. Ja, so, nun haben wir die Zuschauer ein Jahr lang durch die Saison begleitet. Es ist noch nicht die letzte Sendung. Wann wird die letzte Sendung sein? Wann wird nochmal F3 berichten über den BSC Freiburg? Wenn die Saison vorbei ist. Gut. Und Pep Guardiola hat das richtig gesagt. Die Saison ist dann vorbei. Entweder wenn man sein Ziel erreicht hat oder wenn der letzte Spieltag gespielt ist. Das schauen wir mal. Gut, also es wird noch eine Sendung geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden hoffentlich Erfreuliches zu berichten haben. Ob es dann aus dieser Umgebung sein wird, Andreas, das wissen wir noch nicht. Oder ob es ein bisschen feucht-fröhlicher sein wird, auch das wissen wir noch nicht. Aber auf alle Fälle drücken wir jetzt alle, denke ich mal, alle Zuschauer Freiburg und Umgebung die Daumen, dass das, was sich die Truppe ganz hart erarbeitet hat, auch zum Ziel geführt wird. Wir freuen uns drüber, dass Freiburg wieder höher spielt als Bezirksliga. Wir wollen es nicht beschreien, aber wir glauben alle,
fest daran. Es kann jeder, ganz kurz noch, es kann jeder seinen Teil dazu beitragen am Samstag, dass die Truppe erfolgreich einen Abschluss findet im Heimspiel. Ist jeder herzlich eingeladen, nochmal den Platz der Einheit zu besuchen. Die Truppe wird nochmal so auftreten wie gegen Pirna Kopitz und sich dann auch gebührend bei den Fans dafür bedanken und verabschieden. Andreas, ganz herzlichen Dank. Glück auf, meine Damen und Herren. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich erfolgreich vermelden können, Freiburg ist wieder in der Landesliga. Danke und Glück auf. Ade. BSC TV aus dem Audi Autohaus wurde präsentiert von Freiberger Brauhaus und Franke Automobile.